Los geht's. Insgesamt ist das Patellofemoralgelenk ein sehr komplexes Gelenk mit verschiedenen Auslösermechanismen, warum die Patelle wirklich dislozieren kann. Und man kann eben auch von einem Mosaik sprechen, Mosaik der Pathophysiologie, weil viele verschiedene Faktoren mit reinspielen, warum eine Patella luxiert. Und wir werden gleich sehen, dass eben nicht nur das Kniegelenk selber betroffen ist, sondern auch das ganze Bein. Es gibt also viele Faktoren, die damit reinspielen. Die Trochlerdysplasie, der Bandapparat medialseitig, zum anderen die neuromuskuläre Funktion, also wie kann die Muskulatur hier eingreifen und dahingehend auch die Muskelvektoren, in welche Richtung ziehen die. Und weiter geht es aber noch, dass man knöcherne Faktoren hat, also die frontale Beinachse, was als koronares Alignment bezeichnet wird, zum anderen femorale Torsion, auch tibiale Torsion, kommen wir dann später dazu, inwiefern das ein Faktor sein kann. Und natürlich auch TTTG, also Abstand der Tuberositas der Tibia im Verlauf zur Trochlertiefe. Wenn wir ein bisschen zurückschauen in die Literatur, dann ist Bratström ein viel genannter Name. Vor 50 Jahren hat er dieses Konzept schon mal dargelegt, warum ein Q-Winkel, wie er ihn beschrieben hat, ein Faktor ist und eine Pathologie darstellen kann und warum die Patella da eben luxieren kann. Wenn dieser Q-Winkel größer ist, wird quasi die Vektorkraft größer und die Patella kann eher nach lateral dislozieren. Ganz einfach dargestellt, und es ist klar, ein Patient mit einem X-Bein hat mehr Kraft oder entwickelt mehr Kraft in der Bewegung und die Patella würde eher nach lateral luxieren wie einer mit einem O-Bein. Dieses Konzept und auch die Überlegung dahingehend, dass man das auch behandeln kann mit Osteotomien, kam aber erst dann vor einigen Jahren wirklich wieder zutage, hier ein paar Publikationen ausgegraben, dass man eben patellofemorale Instabilität auch mit Osteotomien behandeln kann. Und hier eine Gruppe aus Hamburg mit Karl-Heinz Frosch, die auch über 40 Patienten mit Osteotomien hier behandelt haben und nachkontrolliert haben, gezeigt haben, dass das X-Bein als ein wesentlicher Faktor ist und wenn man das behebt, die Patella auch wieder stabil geführt ist. Wir haben aber nicht nur dieses frontale Alignment, sondern eben auch ein dreidimensionales Alignment, also auch von der Seite gesehen und hingehend auch Richtung Torsion, also die Verdrehung des Oberschenkels oder des Unterschenkelknochens. Torsion hat auch Bratström früher schon beschrieben, dass es ein Faktor sein kann und ich werde gleich weiter erklären, warum man diese Torsion beachten sollte, warum das ein Faktor sein kann. Das ist eine normale femorale Torsion. Man schaut von oben drauf, man hat das Hüftzentrum hier mit dem Trochanter major und dann in Perspektive drauf das Kniegelenk mit der Patella. Und bei einer erhöhten femoralen Torsion stellt sich die Hüfte jetzt zwar gleich ein im Becken, aber der distale Oberschenkel ist nach innen gedreht. Deswegen ist also die femorale Torsion erhöht. Ja, klinisches Bild da oben, die Kniescheiben zeigen wirklich nach innen, weil die Patienten ihre Hüfte eben so einstellen. Und dadurch ist dann der Vektor, der muskuläre Vektor, erhöht, dass die Patella eher nach außen gleiten kann bei bestimmten Bewegungen, bei bestimmten Drehbewegungen. Dass diese femorale Torsion ein Risikofaktor ist, haben auch schon 1994 hier Autoren dargestellt und nicht nur bei patellofemoraler Instabilität, sondern auch bei Anterior Knee Pain, also vorderer Knieschmerz, wie es auch beim Sportler einmal vorkommt. Wenn man diese Patienten angeschaut hat versus Kontrollen, hatten die auch alle etwas höhere Torsionswerte, weil eben die Patella eher dann auf der lateralen Facette reitet, dahingehend auch eher dort Knorpelschäden verursachen kann, eine Hyperpression und dahingehend eher Schmerzen auch verursachen kann. Also wir haben jetzt schon mal verschiedene Pathologien, zum einen Anterior Knee Pain, laterale Hyperkompression, zum anderen dann bis hin zur patellofemoralen Instabilität, wo die Patella dann wirklich zur Seite gleitet. Und das ist eine aktuellere Studie, 2015 in HSM publiziert. Die haben auch schon ähnliches Outcome gezeigt, wenn man Patienten versus Kontrollen durch die Torsionsanalyse fährt, haben im Gro Patienten höhere Torsionswerte und Patienten mit patellofemoraler Instabilität. Das heißt noch nicht, dass gleich das alles behandelt werden muss. Und es heißt auch noch nicht, wo ist der Grenzwert, was ist zu viel, was ist zu wenig. Aber das Konzept insgesamt dahinter, auch eben wie das Bratström beschrieben hat, stimmt schon.
man hat nicht nur, die Pathologie liegt nicht nur am Kniegelenk, sondern auch teilweise am ganzen Bein und ganzen Knochen, wie der verdreht ist. Noch eine interessante Studie, 2017 in Arthroscopy publiziert. Die haben geschaut, Patienten mit patellofemoraler Instabilität haben gewisse Trochlerdysplasien und einfach gesehen, alle, die Trochlerdysplasien haben, haben auch höhere Torsionswerte. Das heißt also, die Dysplasie am Kniegelenk ist nicht nur da, sondern auch am proximalen Oberschenkel und dass der Knochen auch eher höher verdreht wie normal. Und das haben wir auch letztes Jahr in unserem Patientenkollektiv selber nachweisen können. Wir haben 150 Patienten einfach angeschaut, die die komplette Bildgebung haben, was für Korrelationen gibt es. Und wir haben auch eindeutig gesehen, Patienten mit Low-Grade-Dysplasie in der Trochlea, also Typ A nach de jure, versus High-Grade, Typ B, Typ C, Typ D, haben signifikant höhere Torsionswerte. Ja. Torsionswert ist noch nicht immer gleich pathologisch, das muss ich immer vorwegnehmen, aber einfach höher. Das heißt, hier gilt es sicher vermehrt nachzuschauen, ob eine Fehltorsion oder Maltorsion wirklich vorliegt. Wir haben auch gesehen, der TTTG hängt auch zusammen mit der Trochlerdysplasie, also je höhergradig, desto höher ist auch der TTTG. Ja? Wobei ja bei Typ D natürlich manchmal auch schwierig ist zu messen, aber insgesamt sind also Korrelationen vorhanden und man hat eben oft nicht nur eine Pathologie bei patellofemoraler Instabilität, sondern mehrere. Und auch interessant, wenn man das Patientenkollektiv anschaut, natürlich mehr Frauen insgesamt unter dem Patientenkollektiv. Frauen haben auch eher höhere Torsionswerte noch gezeigt. Und die tibiale Torsion, die war insgesamt eher immer gleich. Also es spiegelt sich schon viel am Femur ab. Aber wir haben immer alles angeschaut. Das sind noch so Korrelationsanalysen, wo auch gezeigt wurde, dass je höher die femorale Torsion ist, desto höher war auch die tibiale Torsion. Und je höher die femorale Torsion war, desto höher war auch der TCTG. Also es spielt doch einiges immer mit. Und es macht Sinn, das alles dezidiert anzuschauen. Wie misst man die Torsion? Einmal hier am Beispiel gezeigt, an CT-Methode, CT nach Weidelich, da hat es an 500 Studienteilnehmer gezeigt, glaube ich 92 war es, diese Methodik beschrieben, also Hüftkopfzentrum und Zentrum vom Trochanter Major genommen und das in Relation zur posterioren Kondylenebene, ist damit auf Werte um die 24 gekommen als Mittelwert, zeigt nachher gleich die Referenzwerte. Wenn man aber am gleichen Patienten andere Methode anwendet, wie zum Beispiel mit MRI anschaut und die Methode nach Schneider nimmt, kommen andere Werte raus. Man nimmt auch das Hüftkopfzentrum, aber dann das Zentrum des Schenkelhalses und nicht Zentrum vom Trochanter Major versus posteriore Kondyle, erhält dadurch also niedrige Torsionswerte. Und das heißt, das muss man im Kopf behalten, auch wenn man vom Radiologen einen Befund bekommt, nach welcher Methode hat er eigentlich gemessen, weil die Referenzwerte sind relativ unterschiedlich, oder? 10 Grad bei Schneider, sagt er, im Mittelwert, plus minus das. Und der Strecker beim gleichen Patienten im Normalwert ist er 24. Das heißt, dahingehend ganz aufpassen, welche Methode man verwendet. Das ist ein Algorithmus, wie wir ihn, als ich in München noch war, in der Sportorthopädie, wie wir ihn so ein bisschen generiert haben. Wer bekommt eine Torsionsanalyse und Ganzbeinanalyse? Das sind Patienten Anterior Knee Pain, laterale patellare Hyperkompression, patellofemorale Instabilität generell, klinisches Bild, inwardly pointing knee oder vermehrte Hüftinnenrotation versus Hüftaußenrotation, alles Hinweise, dass da auch Torsionsfehler vorliegen. Trochlerdysplasie haben wir vorher schon gezeigt, vermehrte Hüftinnenrotation, inwardly pointing knee, die bekommen eine Torsionsanalyse auch. Und das waren so die Referenzwerte, wenn ich im MRT über 25 Grad messe, gilt das eigentlich eher als hoch. Man muss sich überlegen, bekommt er auch die Derotation, muss ich den osteotomieren oder nicht? Oder eben in CT, wenn ich über 40 messe. Zum dreidimensionalen Alignment nochmal, einfach zur Wiederholung, Röntgenbild gezeigt, zum Beispiel Trochlerdysplasie, man hat den Spur, also eher Typ C nach de jure, plus Ganzbein, aber jetzt eher ein Varus, ja, also nicht typisch der Valgus, wie wir vorher schon beschrieben haben, ist der gleiche Patient, aber das MRI von dem Patienten mit der Torsionsanalyse zeigt, 30 Grad Antetorsion. Ja. Das heißt, auch wenn er ein O-Bein hat, hat er vermehrte Torsion. Das heißt, das hat uns dazu geführt, dass wir viel Röntgenbilder, viel Diagnostik betreiben, um jeden Faktor zu beschreiben. Also Patienten bekommen Röntgen ganz standardmäßig, bekommen ein MRI standardmäßig, Trochlerdysplasie für Knorpelschäden. Ich messe schon bestimmte Werte, bekomme aber auch eine Ganzbeinaufnahme.
Ich mache die mechanische Achse und bekomme eine Torsionsanalyse. Haben also viel Diagnostik, um möglichst die ganze Pathologie darzustellen und zu untersuchen. Um das alles zusammenzufassen, kann man das mittlerweile jetzt in Medicut eben machen. Ich kann quasi die ganzen Bilder, ganz verschiedene Bilder zusammennehmen und mir in relativ einfachen Schritten bestimmte Winkel messen, was ich für mich wichtig halte. TCTG, klar. Patellatilt, Sulcus Engel, kann aber oben hin und her switchen in meiner Diagnostik, zeige gleich weitere Bilder, wie man das einfach messen kann. Ich mache die Messung immer selber, auch wenn es der Radiologe schon gemacht hat, weil es gibt immer Fehler und ich möchte selber messen und selber die Pathologie erkennen, was ist wirklich falsch und was nicht. Also ich messe immer alles selber, jede Torsion, jeden TCTG, einfach aus Erfahrung, weil es nicht immer stimmt, was auch die Radiologen messen oder nicht. Sie messen es vielleicht auch nicht so, wie ich das für richtig halte. Das heißt, ich kann mittlerweile im Medicut, in dem Planungsmodul, mir relativ einfach das alles messen und ich sehe auch immer auf der rechten Seite gleich die Normwerte in grün oder eben, wo geht es ins Pathologische laut Literatur. Ja. Hier zum Beispiel am MRI dargestellt, das ist eine Torsionsanalyse im MRI, kann ich mittlerweile auch bestimmte Punkte anschauen. Das kann man an den Modulen alles einmal ausprobieren. Hüftkopfzentrum, Schenkelhalsmittelpunkt kann man schön durchklicken. Wie man eine HTO plant, so geht das mittlerweile auch mit dem und bekomme dann, wie gesagt, meine Werte einfach rein als Diagnostikmodul. Hier zum Beispiel ein Beispiel eines CT, Rotations-CT gemacht worden. Da kann ich natürlich dann gleich alles anschauen. Da kann ich das frontale Alignment berechnen, ich kann mir ein TTTG berechnen, ich kann mir die Torsion berechnen. Das ist mittlerweile alles möglich in diesem einen Programm. Zweiter Teil des Vortrags geht jetzt in Richtung Therapie. Wir kommen kurz zur zweidimensionalen Korrektur, also normale DFO oder auch HTO. Bei der patellofemoralen Instabilität arbeiten wir viel über die Lateral Open Wedge, weil ich da sehr, sehr genau sein kann, sehr genau die Millimeter mir aufklappen. Im Gegensatz zur Closing Wedge, wo ich eben nicht so genau sein kann. Vorteil auch von der Lateral Open Wedge ist, ich kann meinen MPFL-Punkt sicher finden und definieren und komme eigentlich nicht im Weg mit meiner Platte. Ja, deswegen für uns eigentlich das Working Horse ist die Lateral Open Wedge plus MPFL dann medialseitig. Ja, damit generiert man eigentlich sichere, reproduzierbare Ergebnisse. Hier noch ein Beispiel, dass wir mittlerweile auch relativ kleine Werte haben, also schon nur 2-3 mm aufklappen. Insbesondere auch im Revisionsfall vom MPFL, also einmal MPFL-Fail, mache ich dem nochmal MPFL, wenn alle anderen Faktoren passen. Nein, er hat 3 Grad Valgus, der kriegt auch noch eine Osteotomie dazu. Ja. Lateral Open Wedge kann ich sehr genau den auf 50% planen und auch so mit therapieren plus MPFL. Wir haben auch das kollektiv nachuntersucht, das war auch noch in der Sportabilie 2017 und gesehen, dass diese Osteotomien, die funktionieren. Und das größte Risiko, wann eine Osteotomie nicht heilt, ist eigentlich Smoking and Obesity, Rauchen und Übergewicht. Das waren so die Hauptfaktoren innerhalb von, das sind 200 Cases ungefähr. Ja. Und das war nicht signifikant, wie viel Open Wedge wirklich war, ja, muss man auch sagen. Ein Schritt weiter, dreidimensionale Korrektur, Derotationsosteotomie. Auch hier lateraler Zugang. Und man muss sich vorstellen, dass man, der Patient liegt so, ich drehe den distalen Teil nach außen. Ja. Und wenn man sich das auch konzeptionell vorstellt, ist, ich bringe den Track, das Gleis, unter den Zug. Ja. Also das heißt, der Muskelvektor und die Patellarsehne, die bleiben quasi konstant, aber ich drehe mir eben das pathologische Gleisbett in die richtige Position. Das ist das Konzept der Derotationsosteotomie. Ja, und funktioniert schon noch bei 10 oder auch schon bei 15 Grad drehen, funktioniert das. Ich habe arthroskopische Bilder, die ich leider nicht dabei habe, die genau zeigen, dass auch schon nur nach 15 Grad drehen läuft die Patella nachher einfach zentraler und besser in der Trochlea. Also es ist sehr effektiv. Aber es ist natürlich ein größerer Eingriff, weil ich den ganzen Femur einmal durchsägen muss. Und das habe ich vorher schon gebracht, so ungefähr die Cut-Off-Werte, ungefähr, wo man über Derotationsosteotomie nachdenken soll. Ja. Je nach Messmethode wieder. Auch das Patientenkollektiv hatten wir nachuntersucht. Das waren so 42 Patienten, die derotiert wurden. Insgesamt Mittelwert 31 Grad erhöht und ungefähr im Schnitt um 12 Grad zurückgedreht.
hat alles funktioniert. Zwei Komplikationen sind da schon zu nennen, die man nochmal revidieren muss. Und auch hier sieht man MPFL noch dazu. Insgesamt wurde gedreht, man sieht einen kleinen Spickel hinten. Das muss so sein, oder? Weil der Femur nicht ganz rund ist, sondern hinten. Dass, wenn man den Spickel sieht, dann wurde er auch gedreht. Aber interessanter in diesem Patientenkollektiv ist, dass 50% wurden isoliert gedreht. Aber die anderen 50%, da haben wir immer dazu auch noch eine frontale Achskorrektur gemacht. Das ist nicht nur gedreht, sondern auch noch ein bisschen Valgus korrigieren wollen. Dazu natürlich machen wir MPFL dazu, manchmal sogar noch eine kleine Prothese dazu, manchmal Knorpeltherapie. Also schon jede Pathologie angeschaut und das auch noch dazu therapiert. Dreidimensionale Korrektur, wenn ich also drehen möchte und auch Achs korrigieren möchte, hier Bilder, war die Überlegung, das muss eigentlich mit einem Single Cut auch gehen. Ja, ich kann einmal sägen, aber in einer gewissen Angulation, schräg sägen, dann drehen, dann müsste ich eigentlich auch das Bein gerade machen können. Und da ging dann die weitere Entwicklung hin, wo die Probleme sind aufgetaucht, auch dass mechanische Achse natürlich nicht anatomische Achse ist, klar, aber wir denken an der mechanischen Achse, wir wollen die gerade haben, sägen aber an der anatomischen Achse verständlicherweise. Und das hat dazu geführt, dass wir verschiedene Modelle ausprobiert haben, wie kann man das berechnen, wenn ich drehe, dass ich auch gleichzeitig die Achse korrigiere. Ich habe dann so mal Tabellen erstellt für den OP, wenn ich also hier 20 Grad drehen möchte und möchte auch irgendwie 4 Grad Valgus, dann muss ich 11 Grad schräg sägen. Ja, das ist schwierig im OP manchmal umzusetzen, aber es war so ein bisschen das Konzept und das haben wir dann versucht aufzumalen. Ganz wichtig, Derotation, wenn ich den unteren Teil nach außen drehe, also derotiere, muss ich auch eher so sägen, damit ich nicht vermehrt in Valgus komme. So produziere ich eher Varus. Wenn ich nämlich so säge, quasi eher fast senkrecht zum distalen Schaft und dann nach außen drehe, produziere ich eher noch Valgus, was unintended ist, was ich natürlich nicht will. Ja, also da kann ganz viel schief gehen, dass aus einem 2 Grad Valgus nachher ein 5 Grad Valgus sieht, ist zwar gedreht, aber hat mehr X-Bein. Das haben wir dann am Kadaver im Lab alles so ein bisschen ausprobiert und nachgewiesen. Hier das Röntgenbild vorher im Stehen, ein bisschen X-Bein, 20 Grad gedreht mit exakt berechnetem Sägeschnitt und danach sind die Beine gedreht und gerade. Ja, also quasi, dass es letztendlich funktioniert und das funktioniert jetzt auch im OP. Wir nehmen uns da ein bisschen Hilfsmittel dazu, nehmen Winkelgeräte, dass es ungefähr passt. Es ist immer plus minus 2-3 Grad sicher. Ja, aber man kommt trotzdem relativ exakt hier der Sägeschnitt, der ein bisschen schräger ist. Sogar biplanar gesägt mit einem Keil raus. Das ist noch ein bisschen ein Konzept dazu, damit ich mehr Ebene habe. Wieder ein Fixateur mache ich immer, weil ich sonst ein Free-Floating Bein habe. Gibt auch die Rotationskontrolle, also ich mache eigentlich immer Fixateur drauf, immer zwei dicke Steinmann-Pinner drauf, damit ich da Kontrolle habe und danach auch sehe, wie viel habe ich wirklich gedreht. Und das ist jetzt ein Bild vorher, etwas X-Bein plus gedreht, nachher ist es auch nahezu gerade geworden, ja, mit einem Sägeschnitt. Und auch dieses Konzept können wir jetzt mittlerweile in Medicard machen. Wie vorher schon gesehen, das 3D-Modul beinhaltet also, ich habe Röntgenbilder frontal, habe aber auch CT oder MRI, also 3D-Bildgebung und kann die genauso auch verarbeiten mit Rotationsosteotomie. Ich kann also hier die Rotationsosteotomie einzeichnen oder hier unten oder hier oben. Ich kann sagen, wie viel möchte ich drehen, das sieht man da rechts oben, zum Beispiel 15 Grad. Und dann sagt mir das Programm automatisch, wie ändert sich meine Beinachse. Ja? Von Varus 3 Grad komme ich nachher auf 0,5, wenn ich in der Ebene so säge. Ja, und das sieht man dann auch auf rechts quasi die exakten Werte und kann das quasi vorhersagen. Das Programm lässt es mittlerweile zu. Es geht auch, man muss verschiedene Punkte abfahren, wie beim 2D Umstellungsosteotomie. Aber ich mache es einmal frontal, ich mache es einmal von der Seite, also sagittal, Hüftkopfmittelpunkt und gehe auch verschiedene Punkte ab, kann sogar eingeben, ob ich jetzt nach Weiderlich oder nach Schneider meine Torsionsmessung machen möchte. Dementsprechend sind dann die Referenzwerte hinterlegt. Hier ein Beispiel auch eines CT-Modells, auch eher echte Patienten, so reingelegt, vermessen, Rotationsosteotomie angegeben und ich sehe am Ende, wie viel muss ich drehen oder wie viel möchte ich drehen und wie viel Grad Umstellung ist das Bein am Ende oder macht das Bein am Ende, ob es gerade ist oder nicht. Es geht mittlerweile alles mit diesem auch Planungsmodul. Natürlich
ein Step mehr. Es ist ein bisschen schwieriger, muss ich auch ein bisschen reinarbeiten, damit man alles versteht. Aber es ist letztendlich gleich aufgebaut wie eine 2D-Orthotomieplanung, nun in 3D. Das muss man einfach alles mal ausprobieren, einmal sehen. Aber es funktioniert sehr gut. Hier nochmal ein Bild, das auch dann so geplant wurde. Bisschen Valgus gedreht, danach gerade. Und auch hier das seitliche Bild, wo man auch sieht, im MPFL. Genau. Also zusammenfassend, wir machen mittlerweile ausgiebige Diagnostik bei diesen Patienten. Die bekommen wirklich CT teilweise oder MRI für die Torsionsmessung, Ganzbeinaufnahme. Wir wollen wirklich jeden einzelnen Baustein sehen. Es wird alles vermessen in einem Programm, mit zum Beispiel eben mit Medicat, hier ist ein 3D-Modul, kann ich alles schön reinladen und auch selber messen. Und wir erhalten dadurch sehr standardisierte Ergebnisse, weil wir die Osteotomie auch immer gleich machen. Oft lateraler Zugang, Open Wedge oder Derotation von lateral, gleiche Platte. Das ist standardisiert, dann bekommt man auch relativ präzise und gute Ergebnisse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin natürlich gerne noch da und beantworte Fragen.